Servus, liebe Freunde. Hallihallo, herzlich willkommen zurück. Ja, Martin hat einen ganz tollen Kommentar geschrieben. Da möchte ich natürlich gleich mal als erstes drauf eingehen. Ich sollte doch nach Möglichkeit vielleicht direkt ein Heckgewicht benutzen. Gut, das können wir kombinieren. Ich habe jetzt gedacht, wir nehmen einfach ein Heckgewicht, ein gutes, aber wir wollen den ja auch als Düngestreuer benutzen. Also wenn wir das ganz einfach machen, wir werden im Prinzip den Düngestreuer ansetzen. Und hier bin ich gerade falsch abgebogen. Auch ganz klasse. Super, hier wollte ich gar nicht entlang. Mami, falsch abgebogen, falsch abgebogen. Nee, doch nicht falsch abgebogen. Wo bin ich denn gerade? Ich bin hier total falsch. Hallo. Eieieiei, ne? Ola Solaris fährt mal gleich in die falsche Richtung. Mann. Das haben wir wieder gerne. Nee, ich bin doch richtig gefahren. Also jetzt bin ich doch ein bisschen verwirrt. Ja, ich werde alt, Entschuldigung. Klar, da ist jetzt diese Serpentinstrecke, da hinten ist der Hof. Wo fahre ich denn hin, ich Trottel? Ai, Jesus, Maria und Josef. Ich sollte doch jetzt die Westbridge Hills Map langsam kennen. Kam dadurch, ich habe gerade Björnholm aufgenommen, weil, ja, durch Umzug und alles, wie gesagt, jetzt Umzugswoche der Freundin, sind wir ein wenig eingespannt, renovieren noch in vollen Zügen das erste Zimmer fertig und aus dem Grund habe ich natürlich dann so ein klein bisschen hier die Hektik, also Hektik nicht, aber einen, sagen wir, eng gestellten Zeitplan. Und da war ich eben mal ganz kurz nicht so ganz bei der Sache. Also, wir fahren jetzt mal zum Händler. Wir werden uns mal die Feldspritze holen, die wir da beim letzten Mal vor lauter Freude über den schönen T4 hier stehen gelassen haben. Wir werden die auch gleich auffüllen. Und damit haben wir, denke ich mal, auch das, was Martin gesagt hat, nämlich gleich ein Heckgewicht. Ja, und natürlich gleich die Funktion, dass wir dann düngen können. Ne? Das nächste Feld wird auch bald erntereif sein. Das ist das Feld Nummer 16. Da geht es dann entsprechend wieder los. Und ich denke mal, dass wir bis dahin, hoffe ich mal, zumindest die Schafspaletten alle so weit weg haben. So, ich hoffe, der wartet. Jawohl. Ach, das hat ja wunderbar geklappt, ne? So, und da oben müsste jetzt beim Händler noch die Feldspritze stehen, wie gesagt. Da bin ich jetzt gerade überlegen, genau. Wir hatten ja auch noch was überlegt, ob wir da anstelle der Feldspritze vielleicht nicht gleich genau den Tank kaufen. Ha, war ein bisschen knapp die Kurve. Vorsichtig. Gerade am Überlegen. Der Martin hatte gesagt, wir hätten das Geld für den Düngestreuer ja schon zusammen. Das heißt, wir haben hier 7000. Wenn wir hier noch ein bisschen Geld aufnehmen, ja, sind wir jetzt schon fast drüber. Und jetzt kann man die Feldspritze im Prinzip noch reinstellen. Da machen wir das doch andersrum. Und da haben wir nämlich noch ein Gewicht stehen. So, dann ziehen wir das andersrum. Dann holen wir uns nämlich heute den Güllestreuer. Ach, Güllestreuer, den Düngestreuer. Das heißt, wir fahren die erstmal hier weg, weil wir haben ja gemerkt, dass die Feldspritze ja aufgrund des des Arms hinten des Ausklappens nicht unbedingt so optimal ist, gerade bei Feld 30. Bei dem Westbridge Hills haben wir ja schon gemerkt, bei Björnholm, ich bin heute echt ein bisschen durcheinander, sorry. Bei Björnholm haben wir es ja schon gemacht, da haben wir ja schon die große Düngespritze geholt, also den großen Hänger. Und die Feldspritze auch verkauft, so wie wir es jetzt hier machen. Oh, 17.000, ja, das passt doch Bombe. Alles klar. Und mit dem Düngestreuer können wir nämlich hier mit dem großen, so, jetzt haben wir ihn auch dementsprechend besser bei Feld 30 und den anderen Feldern, wo es ein bisschen eng wird, ein bisschen rumhantieren. Feld 30, ja, ich bin schon wieder nebendran. Ach, heute ist nicht mein Tag. Willkommen in Westbridge Hills. Ja, so, hier ist die Amazone. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir hinwollen. Ich war eben echt noch in Björnholm, weil Feld 30, das haben wir ja alles hinter uns. Andere Baustelle ist so ein bisschen mehr im Norden. So, und hier haben wir zum Glück auch noch ein Heckgewicht stehen. Da machen wir das, wie der Martin das gesagt hat. So, ich war nämlich auch ein bisschen beim Kommentarlesen eben verwundert. Wieso Heckgewicht? Wir haben doch Feldspritze und... nee, Quatsch, wollten wir sowieso tauschen, ne? Also... Feld 16, wie gesagt, wird als nächstes erntereif. Wir werden das jetzt mal testen mit dem Heckgewicht, ob das dann ein bisschen stabiler läuft. Gucken, ob wir das so angekuppelt kriegen. Jawohl. Das müssten wir, glaube ich, sogar auch absenken und anheben können. So, und jetzt schauen wir mal, ob dann die Paletten und das Ganze etwas stabiler läuft. Ich denke mal, das war das, was Martin gemeint hatte. Oh, da müssen wir sich umgewöhnen. Wenn man leer fährt, dann geht er in den Kurven ganz anders. Der zieht da also deutlich mit, weil wir haben ja hier die 1600 als Heckgewicht drauf. Puh, da müssen wir natürlich dann aufpassen. Also das heißt, in den Kurven etwas vorsichtiger rum, weil natürlich jetzt massig Gewicht hinten ist, vorne noch kein Gegengewicht dran. Und das ist beim Fahren dann schon ganz schön, ja, eine Umstellung, eine kleine, ne? So. Nachdem der Solaris sich jetzt wieder etwas entwirrt hat, weil er ja vorher etwas verwirrt war, fahren wir jetzt mal die nächste
Wollepaletten weg, dass wir da ein bisschen Ordnung kriegen. Denn die vierte Palette ist ja auch schon fast fertig gewesen. Eine haben wir jetzt weggekriegt. Jetzt gucken wir mal, wenn wir die nächste uns schnappen, ob das dann ein bisschen einfacher geht. Und bevor wir aber dann damit loslegen, wenn wir unten angekommen sind, werden wir natürlich noch unsere Folgetierchen kaufen. Das dürfen wir jetzt auch nicht noch vergessen. Ja, ich sag ja, kaum 40 geworden, Umzug im Haus und schon ist es weg mit der Birne, ne? Ne, so schlimm ist es noch nicht, aber okay, das ist halt, ja, ab und zu mal so ein Tag, da läuft es nicht perfekt. Oh, und ich glaube, so einen Tag habe ich gerade heute. So, als erstes, wie gesagt, Folgetierchen kaufen. So, wir gehen jetzt schon langsam auf die 100. Folge zu, das ist Wahnsinn. Ja, und dafür kommen wir jetzt doch langsam endlich mal ein bisschen voran, nachdem wir uns ja doch die ganze Zeit ein wenig gequält haben. So, kurz gucken wegen der Höhe, dass wir da ungefähr passend sind. Wie sieht es von unten aus? Da sind wir noch ein bisschen hoch. Aber ich denke mal, so dürfte das ungefähr passen. Ein Stückchen ranfahren. So, jetzt muss ich ja mal von oben gucken. Das mit den Paletten ist immer ein bisschen schwierig anzusetzen für mich. Ich tue mir da immer so ein bisschen schwer. So, jetzt müsste ich eigentlich voll einlenken. Ja, aber irgendwie klappt das auch nicht so richtig. So, ich versuche mal reinzufahren. Mal gucken. Die vielleicht ein bisschen anheben. Ja, so kerzengerade steht sie irgendwie nicht. Komisch. Verstehe ich jetzt nicht. So ganz. Okay, dann werden wir die jetzt mal... Gehen wir am besten auf die Ansicht hier. Dann ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher. So, das Ganze mal ein bisschen nach oben und nach vorne neigen. So. Ja. Ah, das ist ein bisschen abschüssig. Deswegen. So, jetzt können wir auch sauber rausfahren. Oh, wir sind ein bisschen zu tief. So, und jetzt versuchen wir nochmal gerade reinzufahren. Ja, das klappt aber irgendwie bei mir nicht so. Ah, eben hatten wir es fast. Oh, das sieht gut aus. Jetzt noch einmal gerade rein, dann dürftet ihr auch richtig gut aufsitzen. So, also erst ein bisschen hoch, dann ein bisschen ankippen. Ja, so sieht das doch anständig aus. Und zur Sicherheit noch einen Ticken hoch. Und jetzt gucken wir mal, ob das ein bisschen stabiler vom Fahren her ist. Eieiei. Ja, Solaris und Paletten, ne? Ich erinnere an das Westbridge Hills 2013. Wo ich dann mit der Ballengabel da krampfhaft versucht habe, die Ballen auf einen Wagen drauf zu schmeißen. Ja, so viel dazu. Trägheit. Auch das hat der Solaris immer noch nicht so ganz gelernt. So, kriege ich die jetzt irgendwie wieder hochgedreht. Ne, die kippt wieder zurück. Das ist ganz gut. Vielleicht so ein bisschen nach unten. Zurückfahren. Mal gucken, kriege ich sie da wieder. Ne, auch nicht. Oh, Backe, oh, Backe. Ja, sehen wir von hier ein bisschen besser. Mal schauen. Gerade mal hier runtergehen. Ne, da sehe ich die Zinken nicht. Das ist doof. So. Da habe ich die Wiese im Weg. Mann, das ist aber auch heute hier. Ne, Freunde. Das ist seltsam. So, ein Stückchen hoch noch. So, ich glaube, so könnten wir so... Ja, das ist aber auch strange, was ich gerade mache. Okay, da bleibt sie sogar festkleben. Ja, ich glaube, so hat noch keiner eine Palette transportiert. Gut, dass wir die gut festgezurrt haben. Also das sieht wirklich extrem fremd aus. Nun gut, aber erfüllt seinen Zweck. Ich hoffe, die nehmen das an der Verkaufsstelle so an. Ach du lieber Gott, ich hoffe, dass das jetzt nicht mit jeder Palette so wird. Ja, der Traktor mit 75 PS, der Palette und dem Heckgewicht, ja, das ist dann schon ein bisschen heftig. Ihr könnt mir mal in die Kommis schreiben, ob es vielleicht sinnvoll ist, ein kleineres Frontgewicht zu nehmen. Ne? Vielleicht gar nicht so ein großes zu packen, sondern vielleicht ein kleines mit 700 Kilo. Das besser ist als 1600 Kilogramm. Ob das beim Fahren bei der Dynamik einen Unterschied macht, weil da habe ich jetzt auch null Ahnung von. Aber da... Bin ich mal gespannt. Martin und Mekurago und Poseidon werden wahrscheinlich jetzt gerade die Hände über den Kopf schlagen, wenn sie das hier sehen. Aber, ja, ne? Ich versuche die nächste Palette mal normal zu fahren. Mal gucken, ob das hinhaut. Mann, Mann, Mann. Ja, der verwirrte Solaris, ne? Heieieiei. So, jetzt ein bisschen langsam machen. Nicht, dass mir die jetzt nochmal abhaut. Wie gesagt, sieht zwar jetzt absolut unkonventionell aus und so wird nie im Leben eine Palette getransportiert, aber, da kommt da noch ein Auto. So, ein bisschen Platz machen, so. Jedenfalls habe ich den Eindruck, der pendelt mehr, aber das kann jetzt auch durch den hohen Schwerpunkt mit der Palette kommen. Tatsächlich, wurde akzeptiert, 4800 Euro, wunderbar. So,
Okay, dann das gleich wieder ein bisschen anpassen. So, und dann gleich wieder zurück zur Schafweide. Mal gucken, ob wir heute die dritte Palette auch noch hinkriegen. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Wenn ich mich hier jetzt nicht nochmal so blöd anstelle, müsste das passen. Und ihr seht, wir kriegen schon wieder gutes Geld rein. So, und ich würde sagen, wenn wir dann die Palette weg haben, können wir das Heckgewicht eigentlich erstmal hier an der Schaffarm lassen. Ich habe den Eindruck, der fährt ein bisschen stabiler damit. Und ja, dann werden wir uns mal so langsam auf Feld 16 vorbereiten. Dann haben wir da zumindest schon mal das Geld für unsere Wolle drin. Hat jetzt auch nochmal ein bisschen was gebracht, das ist ganz gut. Denn Kredit wollen wir ja auch langsam mal runterkommen. Dann steht noch der New Holland Mähdrescher an. Ja, den wollen wir uns ja auch bei Gelegenheit mal holen. Der kostet natürlich auch nochmal richtig Geld. Ja, wenn wir den großen nehmen, gleich 400.000 Euro, das ist übelst. Aber ich glaube, wir gucken jetzt erstmal, dass wir hier das Ganze soweit erstmal hinkriegen. So. Gut. Ich fahre schon wieder schräg ran. Das ist wahrscheinlich nicht so gut. Ich sollte vielleicht gucken, dass ich da relativ gerade ansetze. So. Kurz stehen bleiben. Gucken, ob das von der Höhe jetzt besser passt. So, das sieht eigentlich ganz gut aus. So, die Vorsicht, die ich jetzt anheben. Ein bisschen nach hinten neigen. Ja, ich glaube, so sollte das eher aussehen. Ich glaube, dann klappt das besser. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Ich darf nur nicht so ruckartig fahren. Und ich darf auch nicht so ruckartig vom Gas runtergehen. Da muss ich jetzt aufpassen. Aber ich denke mal, so kriegen wir das jetzt auch langsam gebacken. So, ein bisschen vorsichtig fahren. Und dann sollte das hinhauen. Ich mache mal zur Sicherheit die Rundumleuchte an, damit die wissen, ach du lieber Gott, Hilfe, Solaris im Anmarsch. So. Ja, hier auch vorsichtig fahren. Ja, das sieht schon mal etwas geschmeidiger jetzt aus. Und das Heckgewicht, ja, das verhindert auch so ein bisschen, dass man zu ruckartig Gas geben kann. Also das fixiert die Palette doch schon ein bisschen. Gut, hier die Endgeschwindigkeit bei 75 PS ist dann nicht ganz so flink wie gedacht. Aber wie gesagt, vielleicht hängt es auch an dem Heckgewicht. Könnt ihr mal reinschreiben, ob wir vielleicht ein kleineres brauchen für... Ob die 1,6 Tonnen vielleicht ein bisschen übertrieben sind. So, und irgendwann sind wir auch gleich da oben angekommen. Das kriegen wir in der Folge noch runter. Dann haben wir zumindest schon mal die Paletten verkauft. Dann können wir auch gleich mal gucken, ob wir noch vielleicht so 5.000 oder 10.000 Euro wieder von unserem Kredit zurückzahlen können. Die Düngespritze, den Düngestreuer haben wir ja jetzt gekauft. Den müssen wir allerdings noch auffüllen. Da brauchen wir auch ein bisschen Geld für. Aber wenigstens haben wir das jetzt schon mal geholt. Wir haben den Holland T4 gekauft. Also das heißt, wir haben uns schon ein bisschen erweitert und verbessert. Und es ist natürlich dann auch schon mal ein kleiner Fortschritt. So, hier langsam vom Gas runtergehen. Also ein bisschen Klavier spielen jetzt hier. Wie gesagt, gleichzeitig noch gucken, ob da Auto entgegenkommt. Ne, diesmal kommt keiner. Okay, hier langsam die Kurve. Ja, na, ich glaube, so langsam habe ich den Dreh raus. Das sieht doch dann doch ein bisschen angenehmer aus. So, und jetzt kommt nochmal 4.800 Euro rein. Das heißt, wir zahlen natürlich gleich erstmal 10.000 ab. Haben noch ein bisschen Geld für die Folgetierchen. 190.000 an Kredit noch. So, und dann fahren wir jetzt im Prinzip runter. Legen erstmal das Heckgewicht beim Schafstall, bei der Schaffarm ab. Und ja, würde ich sagen, dann können wir schauen, ob das heute noch klappt. Dann würden wir nämlich nochmal den Düngestreuer uns holen und schon mal zum Hof bringen. Ich denke mal, die nächste Palette dürfte... Obwohl, wir können es auch uns stehen lassen. Die nächste Palette war schon fast voll, habe ich gesehen. Dann können wir die in der nächsten Folge vielleicht noch rüber schaffen. Weil Wachstum läuft soweit. Wir könnten eigentlich jetzt auch die Zeit ein klein bisschen vordrehen. Dann warten wir nämlich, bis die letzte Palette mit Wolle voll ist. Dann schaffen wir die noch weg und dann können wir uns auf Feld 16 konzentrieren. Das wird ja, wie gesagt, jetzt als nächstes erntereif. Und auf die Ernte freue ich mich natürlich auch, weil das bringt ja dann auch gleich wieder ein bisschen Geld. So, ihr seht, ein Ballen fehlt nur noch, dann ist sie nämlich auch komplett hier. Und dann stellen wir uns hier soweit schon mal in Position und sobald die voll ist, können wir dann dementsprechend hier das Ganze noch entsprechend bearbeiten. So, das sieht soweit
ganz in Ordnung aus. Wir gucken nochmal auf die Felder. Wachstumsstufen noch keine zu erkennen. Wie gesagt, das Feld 16, da haben wir die Gerste drauf. Die wird als nächstes erntereif. Da können wir auch die Geräte und alles schon mal vorbereiten. Aber heute nicht mehr. Denn für heute war es das. Und ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und ja, Wetter nicht ganz so optimal. Also nächstes Mal besser wieder Licht anlassen. Und in diesem Sinne, bis dahin, Servus und Tschüss.